Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel. Wir schauen uns heute natürlich die Liebe in der kommenden Woche für die Erdzeichen, für alle Neuen herzlich willkommen. Ich hole mir immer erstmal ein Energiebild, damit ihr wisst, damit ich schon weiß, in welcher Energie wir uns befinden und was ungefähr auf uns zukommt. Dann gehe ich erstmal zu den Karten über. Und ich muss jetzt schon lachen, weil das Bild ist so herrlich. Ich sehe dich in einem Club abtanzen. Also Erdzeichen sind Steinbock, Stier, Jungfrau. Du gehst voll ab. Da gibt es irgendein Lied. Ich weiß es nicht, ich kenne den Text nicht, aber du kannst es dir auch gerne anschauen, diesen Text. Vielleicht gibt es da auch eine Botschaft für dich. Da gibt es ein Lied von Helene Fischer, irgendwas mit Erdbeben und irgendwie sowas läuft da im Hintergrund. Und du gehst voll ab. Ich habe das Gefühl, dass du so ähnlich wie bei dem Feuerzeichen befreit von allem Ballast der letzten Wochen und Monaten feiern gehst. Einfach total atemlos, genau, atemlos abfeierst. Das ist einfach nur herrlich. Du bist total glücklich. Total glücklich. Ich sehe nicht, dass du mit jemandem feierst. Ich sehe, dass du einfach mit der Menschenmenge abfeierst und bist voll in deinem Element. Du springst, du hast Hände oben, du bist befreit wirklich von allen Hemmungen, die man so haben kann. Das ist so abseits der Corona-Zeit jetzt, weil das alles eigentlich nicht möglich ist. Und trotzdem, in dir bebt das Leben. Führt das zu irgendwas in diese Woche? Ich höre Freiheit, ich höre Mut und ich höre den Satz, alles ist möglich. Jetzt ist alles möglich. Wow. Okay. Na, dann würde ich mal sagen, bin ich extrem gespannt, was bei euch Erdzeichen so abläuft. Liebe Stiersteinbock-Jungfrau. Ich feiere auch so gerne in Clubs. Natürlich, seit ich Kinder habe, gehe ich kaum raus, aber es war echt gerade ein geiles Gefühl. Also habe ich früher auch so abgefeiert. Mai, oh Mai, ja, würde ich auch gerne machen. Okay, eine Karte für die Erdzeichen. Zwischenwelt. Oh, Seelengefährten. Okay. Also für alle, die sich jetzt natürlich in Seelenpartnerschaften befinden, Weggabelung. Puh, ja, bleibt gerade so ein bisschen der Atem weg. Ich habe das Gefühl, du bist übergegangen. Du hast es geschafft. Also, du bist in den letzten Wochen und Monaten eigentlich so ein bisschen im Geburtskanal stecken geblieben, ja, weil du dich nicht getraut hast, deine für dich die Sonne. Ja, die Königin der Schwerter, das ist für mich auch eine, die so ein bisschen abschneidet, ja, den alten Teil. Und bist du bereit, sich auf den Seelengefährten jetzt einzulassen oder hast du es verstanden oder um was geht es denn hier jetzt genau? Aber du feierst hier, du bist da, du bist voll auf diese Seite. Ja, diese Seite, vor der du so Angst hattest, weil du hier dir die Stabilität aufgebaut hast, die du ja so unglaublich brauchst, um den nächsten Schritt zu machen, die hast du geschafft, auch in diese Seite mitzunehmen. Also du hast den Schritt gewagt, du bist voll durch und jetzt merkst du, dass es hier vielleicht sogar mehr Sicherheit verspürst. Du fühlst dich hier auf jeden Fall pudelwohl. Pudelwohl. Ja, du hast den Schritt gewagt. Über deine Ängste hinaus, über die Schmerzen und Enttäuschungen hinaus, die natürlich mit der Seelenpartnerschaft zu tun haben, die wahrscheinlich völlig ins Stocken geraten ist, genauso wie du hier geblieben bist in der Zwischenwelt. Wow. Und jetzt bist du bereit, eigentlich die Seelenpartnerschaft mit dem Also die Verbindung mit dem Seelenpartner zu realisieren.
Es ist natürlich voll dein Element, ne? Du fühlst dich wohl, du bist übergegangen, du hast deine Sicherheit in deiner neuen Welt und jetzt bist du bereit, das auch hier zu übertragen. Die bedingungslose Liebe, die Chance. Du hast es gefunden. Nach langen Zeit und Suche. Okay. Gut, zeig mir bitte 5 Karten für die Woche. Was geschieht bei euch in der Liebe, liebe Erdzeichen? Okay. So rosig sieht es jetzt nicht aus, wie sich hier das angedeutet hat. Also, das allererste ist die Karte des Hierophanten und das ist, du hast dich verbunden mit der geistigen Welt. Du bist übergegangen mit der Begleitung von denen. Hast du es geschafft, den Schritt zu wagen in die ganz neue Welt, die man dir versprochen hat, aber du sich nicht getraut hast zu gehen, weil du die Verbindung zwischendurch verloren hast, weil du so geerdet bist normalerweise, ja, das ist ja dein absolutes Zeichen des geerdet Seins. Und ja, du hast halt nicht gewusst, ob du genügend Sicherheiten dabei hast, um diese schwierige Brücke zu durchgehen. Aber der Hierophant sagt, vertraue uns, da ist jemand, der auf dich wartet. Zwischen euch ist sehr viel kaputt. Und ihr seid beide auf Abstand, weil Verletzungen, weil Karma, weil es in den früheren Leben nicht funktioniert hat. Und das alles steht zwischen euch. Unabhängig davon, ob du jetzt männlich oder weiblich bist, ich sehe in der Herrscherinnen die Gegenkraft. Und nein, ich sage jetzt nicht, dass wenn du jetzt weiblich bist, dass das hier der Herrscher wäre, im Gegensatz. Nein, da ist eine Person, also ich spüre eigentlich eine männliche Kraft, aber das ist jemand, der sich vollkommen fühlt, der ist voll in seine Kraft und ist in empfängliche Kraft. Das ist niemand, der jetzt auf dich zukommt. Ein Herrscher hätte ich sagen, der wird auf dich zukommen. Nein, die Herrscherin wird auf dich nicht zukommen, ja. Es ist eher so, dass du, und das war in der Energie auch so, du hast diesen Mut verspürt, ja, eben den Schritt zu machen. Du hast hier schon einen Riesenschritt gemacht, ja. Ich weiß nicht, ob dieser Schritt jetzt diese Woche passiert, aber es ist ein Thema, ja, das endlich zu realisieren. Und du hast dieses Vertrauen, dass ihr es schafft, diese riesigen Berge, die zwischen euch stehen, zu überbrücken. Und das ist Unausgeglichenheit zwischen Geben und Nehmen, ja. Also ich habe das Gefühl, dass sich hier jemand höher gestellt hat über den anderen und jetzt plötzlich stellt fest, dass jemand gar nicht da unten ist, wie man ihn hier gesehen hat. Dass jemand hier nicht mehr bedürftig ist, ja, weil jemand hat sich über dich gestellt, weil du wahrscheinlich in einer bedürftigen Energie warst. Und er war der Meinung, dass er hier so der Geber ist, ja, wenn er für dich Zeit hat, wenn er sich mit dir trifft, was auch immer, ja. Und jetzt plötzlich merkte, dass du überhaupt nicht empfänglich bist, dass diese Position, diese Konstrukt, den ihr davor hattet, dass der gar nicht mehr existiert. So, und das wird jetzt zur Belastung, weil da muss man sich komplett umstellen, ja. Aber da ist jemand eigentlich voll in seine Erdbebenenergie, Herz, oder war das Herzbeben-Lied? Ja, das war, glaube ich, Herzbeben, oder? Genau, das war das Lied von Helene Fischer, genau. Mein Gott, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schaut euch mal den Text an. Wenn ich es nicht vergesse, dann binde ich es nochmal ein im Info, ja?
Text unter dem Video. Du hast plötzlich das Vertrauen, das Risiko einzugehen, das, was du früher nie wolltest und konntest, weil du das Gefühl hattest, du hast nicht genügend Sicherheiten, um das Risiko einzugehen. Plötzlich hast du das Vertrauen, weil du dich hier so pudelwohl fühlst auf der anderen Seite. Und jetzt bist du bereit, nicht nur 6 zu geben, sondern 10 Münzen zu investieren, ja? Das Licht im Tunnel, ja? Nervosität ist zwar da, aber Nervosität wegen der Kommunikation, ja, die bestimmt hier nichts Schönes oder gar nicht existiert, ja. Ja, da wollte sich gerade Kompass umdrehen. Ja, geht es eben darum, dass man jetzt komplett neue Wege gehen möchte. Ja, den Kompass komplett neu setzen. Ja. Du bist so weit und reif genug, um hier abzufliegen, also quasi die Belastungen abzulegen, den Kapitel zu schließen in Reife. Das ist ein Reifeprozess, den du hier durchgegangen bist. Ja, du bist ja lange genug in dem Geburtskanal stecken geblieben und jetzt bist du bereit. Das ist auch die Karte 12, das ist die 3 und hier haben wir auch die 3. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie so gesehen, aber jetzt kommt gerade so die Info. Hier haben wir die Karte 41. Das ist vier Stäbe. Vier Stäbe ist dieser Partnerschaftsaufbau, ja. Und die 1 steht dafür, dass ihr eigentlich eine Einheit seid, ja. Okay, 6 der Münzen. Ich überlege gerade, weil ich nicht sicher bin, ob ich richtig die Info interpretiere. Ja, hier geht es darum, dass diese ewigen Rückzugsphasen und diese Konstrukt deiner Bedürftigkeit und das Erdzeichen, der sich hier als Geber fühlt, dass das ein Zyklus war, der eben jetzt zu Ende geht. Der wird hier explodieren, weil der einfach kein Platz mehr hat ab sofort, weil du übergegangen bist, weil du deine Selbstsicherheit bekommen hast, weil du bereit bist zu investieren. Dieser Zyklus geht zu Ende, meine Lieben. Und der liegt zentral, also der ist von besonderer Bedeutung, ja? Also für mich sind Karten, die hier liegen und zentral liegen, immer von besonderer Bedeutung. Wow, sehr schön. Ähnliche Kraft wie bei Feuerzeichen tatsächlich, die Kraft, das Ganze in Schutt und Asche zu ver, also zu haben wir den rückläufigen Merkur schon? Ich kann nicht mehr reden. Mir fallen die Wörter nicht ein. Also nochmal, du bist bereit und hast den Mut und die Kraft, den nächsten Schritt zu machen und zwar das Ganze in Schutt und Asche zu verwandeln, ja? Und das ist deine Art von Meisterschaft, die du hier leistest. Unfassbar wichtig, sich öffnen für Neues, für ganz neue Verhaltensweise, Glaubensmuster, für ganz neue Aufstellung innerhalb der Seelenpartnerschaft. Okay. Dir wird etwas diese Woche sehr, sehr klar. Und zwar, dass die Herrscherin, die hier ist, dein Schlüssel zum Glück ist. Dass irgendwie wirst du jetzt diese Woche
ja, eine Erleuchtung bekommen, dass das die Frau ist, mit der du das restliche Leben verbringen möchtest. Und die aber möglicherweise aktuell gar nicht in deinem Leben ist, ja? Und warum? Weil du in der Vergangenheit sich woanders. Okay. Okay. Also, du hast in der Vergangenheit sich einfach anderen Sachen gewidmet. Ja, du hast dich auf etwas konzentriert, was euch aber auseinandergebracht hat. Gleichzeitig hast du dich vor dem Thema Liebe ein bisschen abgewandt, hast ein bisschen Mauer gesetzt, was die ganze Beziehung zu Stagnation geführt hat. Die fehlende Geschichte und die karmische Aufgabe war eigentlich, sich zu öffnen und Gespräche von Herz zu Herz führen, die nicht stattgefunden haben. Und deswegen hat sich möglicherweise die Herrscherin eben zu Herrscherin entwickelt, weil aus der Situation heraus hatte sie eigentlich keine andere Wahl gehabt, als sich zurückzunehmen und über sich hinauszuwachsen. Und die hat sich von dir sehr entfernt, so dass Stern ist auch eine Entfernungskarte, ja, Weite. Aber gleichzeitig, sobald sie sich von dir entfernt hat, ist dir klar geworden, wie wichtig sie eigentlich für dich ist, dass sie eigentlich die wichtigste Person in deinem Leben ist und dass sie die einzige ist, mit der du dir eigentlich die Zukunft aufbauen möchtest. Und ich habe hier schon den Page der Kelche, also die Lust auf die zuzugehen, hast du schon, aber gleichzeitig hast du Angst vor diesen Pagen und vor der Distanz, die eventuell zwischen euch sich aufgebaut hat, ja. So, und jetzt geht die Sonne hier ein bisschen zurück, hat sich wahrscheinlich in eine Wolke vergrault und das ist genau das, was jedes Mal bei dir aufkommt. Also ich binde alles ein, ja, was ich sehe, wahrnehme. Das ist das, was bei dir jedes Mal aufkommt, bei dem Gedanken, auf sie zuzugehen, ja. Dass das Gefühl, was du hast, Mut, Herzbeben, Hoffnung, jetzt wieder neu aufbauen und so weiter, und dann kriegst du Schiss, ja. Dass die Person dir irgendwas entgegenwirft, was deine ganze Hoffnung wieder zerstört. Also ja, letztendlich Angst davor, versagt zu haben in der Situation, ja. Das ist eine Situation, die wir hier haben, in der du eben endlich diese Belastungen, die du hier dir aufgebürgt hast, abzulegen und das Risiko einzugehen, und zwar im vollsten Vertrauen. Du hast den Magier hier, du bist bereit, einfach diesen Kapitel neu zu eröffnen. Hier schließt du, hier bist du bereit, ein neues zu eröffnen, ja, und das ist wunderschön. Du bist wirklich davon überzeugt, ja, und du bist von oben auch geleitet, diese Überzeugung auszuleben, und das ist wirklich wunderschön. Ja, wieder ein Neubeginn, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Das heißt, du folgst nicht deinem Kopf, du folgst nur deine Passion, Leidenschaft, das, was dich aus deinem Inneren bewegt. Ja, du hast einfach einen Drang, nach vorne zu gehen, einen Drang, einen neuen Kapitel aufzumachen. Im Bezug des Aufbaus der Partnerschaft. Das sind diese vier, was wir auf der Seelenpartnerkarte haben. Ja, diese vier, das sind genau diese vier Stäbe. Das ist die Karte für Partnerschaft, für Feierlichkeiten, für, ja, für mich Beständigkeit. Also das passt auch zu dir, weil du bereit bist, daran zu arbeiten. Bist bereit, daran zu arbeiten. Wir wollten zwei Karten, sehr schön.
Schon wieder der Magier, haben wir jetzt zum zweiten Mal mit Gottes Segen und mit Gottes Beistand und Begleitung. Siehst du gehst hier vor einen ganz neuen Weg, der dir komplett neu ist. Du bist noch nie gelaufen. Das ist der Stab, den wir vorhin gesehen haben. Du hast ihn einfach in die Hand genommen und gehst. Die Sache ist größer als du selbst. Das ist etwas, was du noch nie in deinem Leben getan hast. Und zwar Liebe zu priorisieren. Denn in deinem Wesen ist es verankert, dass es dich grundsätzlich erstmal um eine absolute Sicherheit kümmerst. Die Sicherheit kann ganz unterschiedlich verstanden werden. Das kann Sache von materiellem sein, das kann Sache vom beruflichen sein, das kann Sache von, weiß ich nicht, ja, dein Hobby ausleben zu dürfen, ich weiß es nicht, ja, ich bin kein Erdzeichen, also, aber du hast einfach den Drang, erstmal das Gefühl zu haben, alles, was ich machen konnte, habe ich gemacht, ich fühle mich pudelwohl und jetzt kann ich mich um die Liebe kümmern. Und genau in diese Woche wirst du dich so fühlen. Und das ist das Geschenk von der Göttlichkeit, die dir diesen Geschenk macht. Und deswegen bist du bereit, aus deinem Rückzug rauszugehen und deutlich mehr zu liefern, deutlich mehr zu investieren, deutlich mehr zu geben als diese 6. Münzen. Ja? Das musst du ja auch, weil die Herrscherin ja keine Bedürftige ist. Ja? Ja, und du hast den Mut, endlich auf die Person zuzugehen. Ist ja klar, es musste sich so ergeben. Also es hätte mich jetzt gewundert, wenn ich diesen Moment hier nicht erlebt hätte, weil du so sicher bist. Du bist so sicher, dass sie die Frau deines Lebens ist oder der Mann deines Lebens. Du weißt, wer das ist. Du weißt, was zwischen euch steht. Das ist dir alles total bewusst, aber du bist in so einem Herzbeben-Energie, dass du einfach nach vorne crashen musst. Und du beendest diesen Eremitenstatus, wo du völlig verloren warst und willst es nochmal wissen. Auch, also du bist hier sehr, du bist hier nicht der Ritter, ja, du bist der Page. Ich spüre hier aber keine Pagenkarte im Sinne, du bist emotional nicht reif genug für dieses Thema, weil du bist hier sehr stark, ja. Du willst es aber eben Step by Step anfangen, ja. Genau, du verspürst einfach diese Energie nach vorne zu gehen, ja, da gibt's nichts zu sagen. Du bist so frisch hier, weißt du? Du bist wie ein unvorbelasteter Junge. Du bist nicht diese Erdzeichen mit der Schwere, mit dem Ritter der Münzen, der so gerne möchte, aber den Schritt nicht wagt. Also ich verspüre hier nur Leichtigkeit, Freude, Lebensgefühl, Mut. Also du bist wirklich wie neugeboren. Schau mal, Herrscherin, Herrscherin. Und wir haben den Ritter. Wow, okay. Lieber Erdzeichen, kenne ich selten von dir. Freut mich total. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir hier noch sehen. In naher Zukunft und vertraue, und das ist das, was du machst, ja. Du vertraust dem Göttlichen, du vertraust dem Beistand und mit dem göttlichen Segen gehst du hier vor auf deine Herrscherin zu, die nur sowas von bereit ist, die ist auch nicht so gut drauf, habe ich das Gefühl. Warte mal. Ja, die ist nicht so gut drauf, ja. Die ist nicht so gut drauf, weil sie schon lange auf dich wartet, ja. Und sie denkt sich irgendwie, also entweder machst du das jetzt oder ich weiß auch nicht. Der Donnerstag. Die gleiche Karte, die wir beim Feuerzeichen hatten. Also falls du mit einem Feuerzeichen zu tun hast, könnte das schon ganz gut klappen, ja? Weil da war auch das Rad des Schicksals, der quasi alles umdreht. Bin gespannt, welche Karten hier fallen im Bereich Luft- und Wasserzeichen. Bin sehr gespannt, ob sich das auch so durchzieht.
Genau, aber ansonsten ist das der, der Donnerstag der kommende Woche. Könnt ihr damit rechnen. Und nochmal, ich lese hier keine Zukunft, ich lese nur Energien, die euch unterstützen. Das heißt, ob der Partner die Energien nutzt und den Schritt auf dich wagt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber er hat die Möglichkeit, okay? Ich wünsche euch alles, alles Gute. Genießt die Woche, sie ist wunderschön. Das ist eine ganz neue Erfahrung für euch, liebe Erdzeichen. Genießt es einfach und wir hören uns im nächsten Orakel. Tschüss!